Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop. Heute ist der 7. November 2022 und ich begrüße Sie ganz herzlich. Es ist 20 Uhr. Sie wissen schon, und montags die beste Zeit für unseren Workshop. Ich begrüße auch ganz herzlich meine beiden Helferinnen, Renate, meine Frau. Sie ist zwar jetzt nicht hier im Büro unterwegs bei unseren lieben Enkelkindern, aber sie hat gesagt, sie wird mich im Hintergrund unterstützen. Und ich begrüße auch Tochter Renate, die auch in einem anderen Büro ist und mich von dort aus unterstützt. Also, seien Sie herzlich willkommen. Ich muss zunächst erst einmal die Frage stellen, ob Sie mich auch akustisch gut verstehen. Vielleicht kann jemand mal in den Chat hineinschreiben. Der Chat ist den ganzen Abend übrigens geöffnet, dass ich hoffentlich auch akustisch zu verstehen bin. Ich schaue mal rein. Ja, viele Grüße lese ich. Alles super lese ich. Das ist ja wunderbar. Ganz lieben Dank. Ich bedanke mich auch für die Grüße. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, wir wollen ja heute auch wieder durch diesen Beitrag, einerseits durch das, den vorbereiteten Inhalt, den ich gleich auch in Slides nicht nur abbilde, sondern ihn auch zum Download zur Verfügung stelle, und andererseits durch die Beantwortung Ihrer Fragen auch wiederum heute dazu beitragen, dass Sie mit AgileCare noch effektiver Ihre Lebensqualität verbessern können. AgileCare kann das. Wir müssen eben nur das Richtige tun und dann funktioniert das schon. Das wissen wir schon seit vielen Jahren und wir sind bereit dafür, Sie zu unterstützen, zumindest will ich dafür, Sie zu unterstützen. Und es ist jedes Mal uns eine große Freude, also für uns eine große Freude, wenn wir hören, dass es wieder gut geklappt hat mit der Beseitigung von Baustellen. Also ganz prima. Das ist der größte Lohn für uns. Nun will ich Ihnen gleich, dass ich es nämlich nicht vergesse, Ihnen die Slides als PDF zum Download zur Verfügung stellen. Das können Sie rechts in Ihrer Navigation tun, und zwar ab sofort können Sie es herunterladen. Und für diejenigen, die jetzt nicht dabei sind, die sich diesen Workshop dann als Aufzeichnung anschauen, gilt das auch. Sie können sich also jetzt das herunterladen und haben sozusagen eine kleine Dokumentation, wenn Sie so wollen. Und ich lade die Präsentationsfolien und mit dem heutigen Tag, zum heutigen Tag, zum 7. November, wünsche ich Ihnen also auch beste Lebensqualität. Das ist unser Ziel. Wie immer, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Sie wissen schon, das ist das Beste schon geschafft, wenn ich das Ihnen vermittelt habe. So, und wir lieben Kommunikation mit Ihnen und wir halten Kommunikation auch für notwendig, um Ihnen Fragen zu beantworten und für notwendig hauptsächlich, um Ihnen die effektive Nutzung von AgileCare für Ihre bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Dazu sehen Sie hier die eingeblendeten Verbindungen. Ich möchte die jetzt nicht im Einzelnen nochmal vorlesen. Und da freuen wir uns, wenn wir Ihre Fragen beantworten können. Ja, und Effektivität erhöhen heißt auch, sagen wir, sich an das zu halten bei AgileCare, was notwendig ist. Und da können Sie Ihr Basiswissen in dem oberen eingeblendeten Link, das ist nämlich der Link zu diesem Beitrag Basiswissen auf unserem YouTube-Kanal, können Sie also Ihr Wissen dort verbessern, optimieren, noch vielleicht mal abfragen, diese oder jenige, zumindest Ihr Basiswissen festigen. Und zum Basiswissen gehört auch Randbedingungen einhalten, Randbedingungen vor, während und nach der Anwendung. Und dazu können Sie sich weiterbilden in dem unteren Link, den ich dargestellt habe. Auch der führt zu unserem YouTube-Kanal. Und Sie wissen ja auch schon, jedenfalls diejenigen, die schon häufiger am Workshop teilgenommen haben, dass viele Anwender
wenn sie da erfolgreich sind, dieses, sagen wir, diese Freude gern anderen weitergeben möchten, indem sie eben nämlich potenzielle Käufer des Agricare werben oder ihnen davon berichten und ihnen empfehlen, Agricare auch einzusetzen. Das kann jeder zu Hause. Und wir sind ja der Meinung, Agricare sollte in keinem Haushalt fehlen, denn damit kann man sein Leben verbessern und so gestalten, dass es lebenswert ist bei hoher Lebensqualität. Und wenn Sie nach diesen drei Schritten vorgehen, uns nämlich den potenziellen Käufer mitteilen, wir reservieren Ihnen diesen Käufer 30 Tage und wenn er dann innerhalb dieser Zeit gekauft hat, bekommen Sie von uns 150 Euro pro Kauf und pro Gerät des Käufers überwiesen. Wir freuen uns darüber und wir möchten, dass Sie sich auch darüber freuen, über dieses kleine Dankeschön. Denn Sie haben auch Großes vollbracht damit, das sollen Sie wissen, denn Sie haben anderen die Möglichkeit gegeben, ihre Lebensqualität zu verbessern durch Ihren Tipp. Und ja, wir haben noch weitere Anwender gewonnen und das ist sowieso ein Fortschritt überhaupt. Vielen Dank also für Ihr Engagement. Viele erfahrene Anwender nutzen das schon und wir möchten das Ihnen auch ans Herz legen, liebe Anwender, die bis jetzt noch nicht Empfehlungen weitergegeben haben. Hier möchte ich über einen Fall sprechen. Eine Anwenderin hat sich an uns gewandt. Sie hat einen raumfordernden Prozess am Rücken und vermutet dabei schwarzen Hautkrebs. Sie konnte den selber nicht sehen, aber irgendjemand aus dem medizinischen Bereich hat ihm gesagt, das scheint schwarzer Hautkrebs zu sein. Und sie hat uns gefragt, was soll ich denn machen? Was darf ich machen? Was empfehlen Sie mit Agricare? Und wir haben gesagt, bei vermutetem Hautkrebs würden wir zunächst erst einmal klären, was es ist, ob es wirklich Hautkrebs ist, denn davon hängt es ab, was wir Ihnen erklären. Und nach wenigen Tagen hat die Anwenderin das abklären lassen und kam mit der Diagnose, es ist nicht schwarzer Hautkrebs. Das ist schon mal sehr gut. Und sie kam sogar mit der richtigen Diagnose, es ist eine Alterswarze. Sowas kann ja auch recht groß und schnell wachsen und da kann man sich schon vorstellen, dass man eben Angst hat, dass es eben schwarzer Hautkrebs wäre. Und deshalb macht es sich auch gut. Und ich glaube, dazu haben wir beigetragen mit unserem Hinweis, erst abklären, dann können wir was sagen. Und wir haben auf diese Nachricht hin, dass es eine Alterswarze ist, ihr die Empfehlung gegeben zur Anwendung ALT3. Ich wiederhole den Quellencode-Index ALT3. Und die Anwendung heißt Keratose seborisch. Und das hat sie gemacht und konnte uns dann mitteilen, nach 6 Anwendungen war dieser raumfordernde Prozess, der abgeklärt war als Alterswarze, war völlig weg. Da haben wir uns natürlich mächtig gefreut. Ich möchte die Freude ihr weitergeben und zunächst der Anwenderin über diesen Weg erst einmal gratulieren. Und ich möchte dabei sagen, ich verwende ja oft die Formulierung, diese Anwendung ist keine Diagnose und es geht immer um die dahinterliegenden Mikroorganismen, die eliminiert werden sollen. Und das heißt aber nicht, dass uns die Diagnose nicht weiterhilft, die wirkliche Diagnose. Also Diagnose ist nicht immer alles, doch hier war sie entscheidend für unsere Empfehlung und letzten Endes für den Erfolg. Der nächste Anwender klagte über einen stark juckenden After und hat dort ganz tollen Juckreiz gehabt und hat sich natürlich sofort angeboten, aus unserer Sicht die Empfehlung zu geben zu A266. Ich wiederhole den Quellencode-Index A266 und das heißt ja auch Juckreiz im After. Also das empfohlen und außerdem wissen wir, dass dort sich hauptsächlich Staphylokokken und Streptokokken ansiedeln, die diesen Prozess erhalten, der eben beigefügt ist mit dem Symptom Juckreiz, also juckender After. Und deshalb haben wir empfohlen, zusätzlich zu A266 die Anwendung C1470. Ich wiederhole, Quellencode-Index C1470. Das sind Staphylokokken und Streptokokken. Dahinter steht das kleine V. Und Sie, soweit Sie schon Experten sind, wissen, das kleine V heißt besonders verifiziert, also besonders gut nachgewiesen, diese Anwendung. Nach 2 Anwendungen war es schon deutlich besser. Die Meldung habe ich heute bekommen und natürlich wird derjenige noch einige Tage diese Anwendung durchführen. Und auch wenn das Symptom total weg ist, empfehlen wir immer noch 2 Tage die Anwendung durchzuführen. Und dann hat sich das meistens, und so hoffe ich es auch in dem Fall,
das auf Dauer hin erledigt. Auch hier wollte ich Ihnen das gerne mal darstellen, wie wir eben auf die Empfehlungen kommen. Ein anderer Anwender, ein schon sehr erfahrener Anwender, hat eine sehr schmerzhafte Schulter. Das sehr dazu dann wirklich ganz starke Schmerzen. Und er kam auch mit der Diagnose Schleimbeutelentzündung. So haben wir auch die Anwendung, die so heißt, empfohlen, nämlich A287. Ich wiederhole den Quellencode-Index. A287, Schleimbeutelentzündung. Die heißt Bursitis auch. Und Sie mögen uns das verzeihen, dass wir den Namen Schleimbeutelentzündung nicht mit Umlaut, sondern mit UE geschrieben haben. Das stammt noch aus der Zeit, wo wir das eben mit dem Computer nicht gut aufsuchen konnten. Also wenn man also das Suchwort Schleimbeutelentzündung eingibt, würde man es nicht finden. Aber es reicht ja, wenn man den ersten Teil des Wortes Schleimbeutel oder Schleim eingibt, dann findet man es. Nach 4 Anwendungen von A287 war die Sache erledigt. Hier auch Gratulation an den Anwender und vielen, vielen Dank für den Bericht. Wir haben von einer professionellen Anwenderin, die also auch für andere Menschen die Nutzung von Agile Care ermöglicht, erfahren, dass sie bei einer Anwenderin, also bei einer Patientin, darf ich ja in dem Fall sagen, bei einer Patientin nach diagnostizierter Colitis ulcerosa die Anwendung empfohlen hat und durchführen ließ, OEI 15, ich wiederhole den Quellencode-Index, OEI 15, Colitis ulcerosa. Und diese Baustelle hat sie mit wenigen Anwendungen komplett beseitigt. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich und ich bin auch sehr froh darüber und habe zu Colitis ulcerosa schon sehr viele, erfreulicherweise sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Das mag wohl auch daran liegen, dass der Darm eine großflächige Angelegenheit ist, ein Organ mit einer sehr großen Empfangsfläche für unsere elektromagnetischen Signale, die aus dem Agile Care dorthin gelangen. Und deshalb diese recht häufigen, sehr häufigen, ich kann nicht sagen immer, nein, das ist nicht richtig, also hundertprozentig nicht, aber nahe daran Rückmeldungen, wo Colitis ulcerosa so eingesetzt wurde, dass es komplett beseitigt werden konnte. Ich gratuliere also noch einmal und möchte auch hier noch etwas dazu sagen. Die Colitis ulcerosa wird als sogenannte Autoimmunerkrankung eingeschätzt. Also man sagt, dass das Immunsystem krank ist und sich selbst die eigenen Organe sozusagen bekämpft. Das mag so sein. Nur wenn jemand, ich habe diesen Eindruck, möchte ich mal sagen, wenn mir jemand berichtet, er hätte eine Autoimmunerkrankung, dann meinte er es etwas Besonderes und besonders schlimm und wahrscheinlich auch nicht heilbar. Er muss bloß noch überlegen, welche Lebensmittel er nicht mehr einnimmt. Das ist aber überhaupt nicht so. Ich möchte das einfach auch noch einmal sagen. Und bei Colitis ulcerosa gibt es eine ganze Menge Empfehlungen als Hilfe. Ja, je nachdem, aus welchem Fachgebiet, zum Beispiel die professionellen Mediziner, professionellen medizinischen Heilkräfte oder Angehörige der Heilberufe kommen, gibt es also eine Vielzahl von Hilfen bei der Autoimmunerkrankung Colitis ulcerosa. Und ich möchte Ihnen einfach nur sagen, haben Sie nicht so sehr viel Respekt vor dem Ausdruck Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung bedeutet nicht für immer krank. Es gibt überhaupt keine unheilbaren Erkrankungen und somit auch nicht die Autoimmunerkrankung. Denn auch die Autoimmunerkrankung, auch wenn sie eine besondere Bezeichnung hat, zeigt sich durch parasitären Befall, also Befall mit Mikroorganismen in Dysbalance auf Zellenebene. Und die Autoimmunerkrankung belastet uns aufgrund, oder den betroffenen Menschen, aufgrund der entstehenden Toxine. Zum Beispiel Bakterien, andere Mikroorganismen gelangen in den Stoffwechsel. Und die entstehenden Stoffwechselprodukte sind Toxine für uns. Für unsere Zellen zählen sie als Räuber von Elektronen. Und wer sich daran erinnert, Elektronenaustausch ist sozusagen das Maß für Gesundheit. Elektronenaustausch ist das Maß für Leben und das Maß auch für Gesundheit. Und wenn ich ganz gesund bin, dann gibt es zwischen den Bestandsstoffen, also zwischen den Elektronen, zwischen den Stoffen, zwischen den komplexen
chemischen Verbindung, aus denen wir bestehen, gibt es einen starken Elektronenaustausch. Das ist Leben. Und wenn dieser Austausch abnimmt, dann existieren Erkrankungen. Und wenn der überhaupt abbricht, dann ist das der Tod von den Bestandteilen, aus denen wir bestehen. Wir Menschen. Also nicht so viel Respekt haben und frohen Mutes sein. Mit Agilcare sind wir auch in der Lage, diesen parasitären Befall auf Zellenebene zu eliminieren. Wir müssen nur das Richtige tun. Und hier bei Colitis ulcerosa, in diesem Fall, hat die professionelle Anwenderin, der ich sehr danke für diese Übermittlung dieses Ergebnisses und ihr auch dazu gratuliere, hat hier genau das Richtige gemacht, nämlich OEI 15. Ja, diese Grafik kennen Sie schon. Das will ich nicht einfach bloß wiederholen, dass Sie sich langweilen, Gottes Willen. Ich will nur ganz kurz hier, das brauche ich als Einleitung für die nächste Problematik, die ich Ihnen gern vorstellen möchte. Wir haben also auf ganz links, von ganz links nach rechts, entsprechend den blauen Pfeilen oben, entwickelt sich folgender Zustand. Wir haben Sauerstoffmangel, damit auf Zellenebene keine Möglichkeit mehr, ATP über die Mitochondrien zu bilden. Und wir haben dort eine Energiekrise, weil sich dort über den Sauerstoff, fehlenden Sauerstoff, wirklich kein Leben mehr erhalten kann. Und deshalb geht die Zelle in den Ersatzstoffwechsel. Im Ersatzstoffwechsel bedeutet das, dass dort über alkoholische Gärung die Zelle es schafft zu überleben. Alkoholische Gärung ist eine Form der Energiegewinnung, bei der aber sich das Milieu, sprich für uns messbar, der pH-Wert massiv verändert und es ruft, das ist die von links gerechnet dritte Spalte, es ruft Mikroorganismen in Dysbalance auf den Plan. Das sind Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und andere Einzeller. Die kommen dort und gestalten sich die Umgebung und freuen sich dort sehr über diesen anormalen, über das anormale, für sie natürlich gewünschte Milieu, was gekennzeichnet ist, wenn man es genau nimmt, von Krankheiten. Es fehlt Sauerstoff. Und die Mikroorganismen vermehren sich dort und erweitern sich und bilden eine Symbiose zur Erkrankung. Und unser Ansatz, sagen wir mal, zuerst gefunden von Dr. Rife, ist es, diese Mikroorganismen zu eliminieren, ganz selektiv zu eliminieren, dass sich dann die Symbiose aufbrechen lässt zwischen Mikroorganismen und Krankheit und der Körper in der Lage ist, sich zu heilen. Das sehen Sie dann rechts in der vierten Spalte und unten möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf dieses richten, sehen Sie, dass aus dem Wasserhahn, sozusagen wie aus dem Menschen heraus, Gifte herausgeleitet werden. Und auf diesen rechts unten, jetzt mittlerweile mit Pfeil und Kreismarkierung dargestellt, auf diesen Prozess möchte ich Sie in einem Spezialfall heute hinweisen, nämlich der Entgiftung. Denn ganz aktuell hat mich ein Anruf erreicht von einer Anwenderin, die doch sagte, Sie empfehlen immer Naturzelle 10 Mikrometer zur Entgiftung und empfehlen das, weil es die Entgiftung eben gut voranbringt. Und das ist quasi ein Bestandteil des Umgangs mit Agilcare. Aus dem Grunde, weil wir ja die Mikroorganismen, wie eben dargestellt, eliminieren und dann Gifte frei bleiben, die wir aus dem Körper herausbringen können. Das geht zwar prinzipiell mit sauberem Trinkwasser, jedoch wenn wir Zeolith verwenden, tun wir noch viel mehr für den Körper, also noch viel effektiver entgiften wir uns als Teil davon. Ich spreche auch noch gleich über andere Funktionen vom Naturzeolith. Und die Dame sagte nun, jetzt bin ich untersucht worden und habe festgestellt, dass ich Blei im Blut habe, das heißt im Körper habe ich Blei nachgewiesen bekommen. Und im deutschen Fernsehen hat sie mir berichtet, ich habe die Sendung nicht gesehen, ich werde sie auch nicht sehen, wurde gewarnt vor Zeolith, weil es bleihaltig ist. Kommt also die große Frage, vergiften wir uns denn mit Blei, wenn wir Naturzeolith einnehmen? Und ich habe noch dazu geschrieben, oder Aluminium. Das möchte ich dabei mit gleich abhandeln, das lässt sich auch gut berichten. Und für mich war das erst einmal so, dass ich gesagt habe, das ist mir überhaupt nicht bekannt. Aber Sie können wissen, wir stehen ziemlich tief in der Literatur, haben auch enge Kontakte zu Experten für Naturzeolith, also von Wissenschaftlern, die sich mit Naturzeolith beschäftigen.
Und ich werde mich trotzdem, es kann ja sein, dass ich etwas übersehen habe, werde mich trotzdem damit beschäftigen und Sie werden eine Antwort bekommen. Und ich gebe jetzt im Rahmen dieses Workshops eine Antwort an die Dame, die sich Gedanken macht, aufgrund eines solchen Fernsehbeitrages in Ängste versetzt wurde, dass Naturzeolit sie Blei vergiftet. Und wir haben noch einmal die Literatur durchschaut und ich habe auch enge Verbindungen aufgenommen zu fachlich hoch dotiert ausgewiesenen Personen, sowohl im Bereich der Herstellung von Naturzeolit und im Bereich der Wissenschaften, reinen Wissenschaften. Und ich möchte Ihnen, wenn Sie da weiteres noch darüber wissen wollen, mitteilen, worauf meine Informationen, die ich Ihnen jetzt gleich gebe, beruhen, nämlich auf drei Büchern. Sie sehen ganz links von Professor Karl Hecht, Zeolit, Lebenskraft durch das Urgestein. In der Mitte Karl Hecht und Elena Hecht-Savolay, das Buch Naturmineralien, Regulation, Gesundheit. Und ganz rechts das dritte Buch von Dr. Med. Ilse Tripnik und Herrn Schweiz, Der Stein des Lebens, wie das Vulkanmineral Zeolit clinoptilolit Ihre Gesundheit und Ihr Leben retten kann. Und darauf beruht, und diese Literatur, die ich Ihnen dargestellt habe, soll auch ein Hinweis sein für diejenigen, die da weiterlesen möchten, die sich noch weiter hinein vertiefen können. Es gibt viele, viele, viele Aspekte noch über die Entgiftung hinaus. Also wir beschränken unsere Untersuchung jetzt mal auf die Frage, enthält es Blei, Naturzeolit 10 Mikrometer, oder vergiften wir uns sogar mit Blei oder mit Aluminium, wenn wir Naturzeolit 10 Mikrometer einnehmen? Obwohl ich es immer wieder als Entgiftung empfehle. Und da möchte ich gleich voraussagen, dass wir hier immer nur von Naturzeolit 10 Mikrometer sprechen. Dieser Zeolit ist gemeint, der auch ein Clinoptilolit ist. Also nur darüber rede ich hier, denn es gibt darüber hinaus Tausende, vielleicht sogar Zehntausende von Zeoliten, ganz, ganz viele im Bereich der Industrie. Diese sind nicht gemeint. Und Sie sollten wissen, wenn Sie ein Auto fahren, was benzingetrieben ist und mit bleifreiem Benzin arbeitet, das geht nur durch den Einsatz von Zeoliten. Das sind aber ganz andere Zeolite, als die hier, als über das wir jetzt sprechen. Wir sprechen hier und ich spreche immer nur von Naturzeolit 10 Mikrometer, diesen echten Naturzeolit. Also die anderen sind nicht gemeint. Nur dieses möchte ich hier erwähnen. Und sehr wichtig, und deshalb sind wir auf Naturzeolit 10 Mikrometer schon vor Jahren gekommen und ich habe bis heute überhaupt noch keinen Anhalt, mich von diesem Produkt zu entfernen und das zu revidieren, obwohl ich weiterhin immer noch die Entwicklung im Bereich der Zeolite verfolge, die wichtigsten Parameter, die Reinheit und die Korngrößenhomogenität. Das wissen Sie und das wollte ich jetzt nur einmal noch sagen. Aufgrund dieser wichtigsten Größen, Reinheit und Korngrößenhomogenität, haben wir Naturzeolit 10 Mikrometer ausgewählt und haben noch keinen Anhalt, das davon abzuweichen. Und jetzt ist aber die Frage mit dem Blei. Und da sollten Sie wissen, wie funktioniert das eigentlich? Wir haben ein Kristallgitter, dieser 10 Mikrometer großen Körnchen im Naturzeolit. Und aufgrund von Ionenaustausch und Adsorption, also physikalischem Vorgang, überhaupt keine Stoffwechselbeeinträchtigung im Körper, reinigt Naturzeolit 10 Mikrometer ausgehend von der Mundhöhle bis zum After die Menschen weitestgehend von Schadstoffen. Und die Schadstoffe sind natürlich auch Schwermetalle. Und ganz, ganz wichtig, und das ist nun gerade das, was in der Fernsehsendung wahrscheinlich genau umgekehrt erwähnt wurde, ganz, ganz wichtig ist, dass Naturzeolit 10 Mikrometer aus dem Körper Blei herausholt. Und das Herausholen des Bleis, das sehen Sie im Datenblatt zu Naturzeolit 10 Mikrometer angegebenen Selektivität. Die Selektivität sagt nichts anderes. Das mag vielleicht für Sie jetzt
etwas chinesisch sein. Aber sie sagt nichts anderes, als dass eben Blei ganz links steht. Sie sehen das dort mit dem Pfeil markiert. Und das ist sozusagen die höchste, wirklich höchste Affinität, die vorliegt zum Blei. Und deshalb wird Blei vordergründig mit höchster Priorität aus dem Körper herausgeholt und im Kristallgitter festgehalten. Mit sehr, sehr hoher Affinität. Und über die Adsorption und Ionenaustausch geschieht das. Und das ist so, dass das Zeolith, dass der Zeolith das nicht wieder hergibt, dieses Blei, was es aus dem Körper geholt hat. Und das ist völlig unwichtig. Ich weiß, ich habe die Sendung nicht gehört, es wurde ja gesagt, da wäre Blei drin. Aber Blei ist deshalb drin, weil es aus dem Körper sozusagen herausgeholt wurde. Oder vorher vielleicht aus anderen Körpern herausgeholt. Das gibt es niemals mehr her. Es ist so eng gebunden im Kristallgitter, wenn da Blei drin ist, so eng gebunden, dass es das nicht mehr hergibt. Und deshalb empfehlen wir die Entgiftung von Blei. Also nicht die Vergiftung, sondern die Entgiftung von Blei, indem wir Natursilizienmikrometer einnehmen. Blei und Aluminium werden also fest gebunden im Kristallgitter und sind nicht herauslösbar. Und auch wenn gesagt wird, tja, jetzt komme ich auf das Aluminium, wenn wir uns mal anschauen, was ist eigentlich Naturzeolith? Und da zählt auch Naturzeolith 10 Mikrometer dazu. Es ist Aluminiumsilikat. Und da gibt es auch viele Warner, sogenannte Warner, und die sind keinesfalls Experten, kann ich Ihnen gleich sagen, dass diese eben sagen, Aluminium ist schädlich für den Menschen und deshalb darf man kein Zeolith einnehmen. Das ist totaler Unfug, weil wir weder genug Energie haben in unseren Zellen, in unserem Stoffwechsel, um Blei aus dem Zeolith herauszuholen oder Aluminium aus dem Verbund herauszuholen. Wir haben überhaupt niemals genügend menschliche Energie. Ich möchte vielleicht an Ihr Schulwissen noch einmal erinnern. Wir haben das alle irgendwann mal in der Schule gelernt, wie Aluminium hergestellt wird. Ja, und aus diesem Erz wird es mit ganz hoher Energie, mit ganz viel Elektroenergie, mit Erhitzung, starker Erhitzung, wird sozusagen Aluminium aus dem Bauxit herausgewonnen. Und so viel Energie können wir niemals im Menschen aufbringen. Das Gegenteil ist, nämlich die Gifte aufzunehmen durch Ionenaustausch und durch die starken Van der Waals-Kräfte, das bringt dann physikalische und chemische Adsorption, also Adsorption heißt Anbindung, nicht aufsaugen, sondern Anbindung, wird so fest im Kristallgitter aufgenommen, dass ein Zurück, also in den Körper hinein, es überhaupt nicht mehr gibt. Sondern die Gifte, die so über diese Kräfte, Ionenaustausch und Adsorption sozusagen aufgenommen wurden, die sind festgehalten, ja, diese Kräfte halten es fest im Kristallgitter und diese Gifte gehen erst aus dem Körper heraus über den Stuhlgang. Und das können wir nachlesen in dem Buch, was ganz links dargestellt wurde von Professor Hecht, nämlich Zeolith, Lebenskraft durch Urgestein. Und da möchte ich einmal zitieren. Vor allem kann der Zeolith-Ionenaustausch so vor sich gehen, dass Vitamine, Aminosäuren, polyungesättigte Fettsäuren nicht aus dem Körper ausgeführt werden. Sogenannte Schadstoffe, und hier steht deutlich da, zum Beispiel Blei, werden dagegen aus dem Körper, das heißt aus der extrazellulären Matrix, entfernt. Blei steht in den selektiven Reihen. Ich möchte das gleich nochmal, deshalb habe ich jetzt eine kleine Pause. Hier, Sie sehen die Selektivität, ja? Blei steht in den aufgenommenen Selektivitätsreihen und Professor Hecht hat in seinem Buch noch von vielen Forschern die Selektivitätsreihen aufgenommen und kommt zu dem Satz, Blei steht immer in der vordersten Stellung. Das heißt, wenn sich Blei im menschlichen Körper befindet, wird es vom Clinoptilolith-Zeolith Kristallgitter bevorzugt aufgenommen. Also so sieht es aus. Wir entgiften uns also vom Blei ganz besonders gut mit Blei. Und das können Sie nachlesen in dem von mir links angegebenen Buch, was ich eben zitiert habe, auf Seite 119. So, was ist also zu tun? So wie die Dame mich, die Anwenderin mich gefragt hat, was möchten Sie denn, was geben Sie bitte als Ersatz an für Naturzeolith? Denn im Fernsehen wurde gesagt, ich vergifte mich mit Blei damit. Was ist zu tun? Ja, und der Satz steht hier runter. Jedenfalls sollten Sie weiterhin unseren Einnahmeempfehlungen folgend Naturzeolith 10 Mikrometer einnehmen.
Denn das ist die beste Sicherheit. Und wenn das, nicht beachtet wird, dann, ich will das nicht empfehlen, aber dann könnten Sie mit Zeolit mal nicht mehr entgiften und stellen dann fest, dass Ihre Bleibelastung immer größer wird. Sie können also nur die Bleibelastung verringern durch die Einnahme von Naturzeoliten. Wenn es nicht genug ist, wenn es nicht genug ist, dass Sie mehr Blei aufnehmen, dann sollten Sie dort nachschauen, wodurch Sie die Bleibelastung inkorporieren. Auf jeden Fall empfehle ich das einzusetzen. Und jetzt natürlich zum Aluminium. Da finden Sie ganz, ganz viele Hinweise, wie giftig der Naturzeolit ist, weil das ist ja Aluminiumsilikat und Aluminium ist ja giftig. Sagt man erst einmal. So, das stimmt natürlich nicht. Aluminium ist eines der häufigsten Elemente in unserer Erdkruste und Aluminium ist nur, meines Wissens, in atomarer, also in reiner Form, als reines Metall für uns giftig. Und ich habe darüber auch schon einen ausgiebigen Vortrag im Informationsdienst Agilsmart gebracht. Und ich möchte hier nur sagen, auch beim Aluminium, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist so eine feste Bindung da zu dem Silikat, also im Silikat eingebunden, dass durch einen Menschen, durch die Abläufe in einem menschlichen Körper, das nicht herausgelöst werden kann. Und so kommt die Frage, da wir ja wissen, dass Siliziumdioxid, also das ist Sand, ne? Siliziumdioxid ist Sand, löst Aluminium aus dem menschlichen Körper heraus. Das muss man sich mal vorstellen. Auch hier ist es so, dass die Warner, die sogenannten Warner, die Schlaumeier, die einen warnen wegen einer Aluminiumvergiftung, es ganz extrem effektiv und zu empfehlen ist, Aluminium also aus dem Körper auszuleiten, zu entgiften, indem man eben Naturzeolit zu sich nimmt, weil das Aluminiumsilikat überhaupt keine Vergiftung bringt. Und der Immunologe Dr. Egon Wallraff, er lebt in Neubrandenburg, wird in auch in demselben Buch, was ich vorhin zitiert habe, auf der Seite 202 zitiert und er schreibt, das einzige nicht toxische Aluminium ist das Aluminiumsilikat. Ich wiederhole, das einzige nicht toxische Aluminium ist das Aluminiumsilikat. Und Aluminiumsilikat, daraus besteht hauptsächlich Naturzeolit. Also auch dort wiederum, ja, wie soll man sagen, die große Angstmache, völlig, sagen wir mal, unbegründet. Und ich weiß gar nicht, wie diese Menschen darauf kommen, denn es gibt auf der Welt so viele Literatur, die auf eben Experimenten und Messungen beruht und nicht auf irgendwelchen Behauptungen nur. Und dort kann man das nachlesen, dass es nicht stimmt, vor Bleivergiftung oder Aluminiumvergiftung mit Clinoptilolid zu warnen. Das ist Unfug. Und ich möchte hier auch nochmal etwas einfügen, eine Situation. Ich habe da schon mal darüber berichtet, deshalb möchte ich das ganz kurz machen. Aber auch das sollte Sie zur Überlegung bringen. Nämlich die biologische Transmutation. Das heißt, es werden Elemente gebildet aus anderen Elementen im Körper. Hat sich im Jahre 1799 hat sich der französische Wissenschaftler Fauquelin darüber gewundert und hat es untersucht, wie kommt es eigentlich, dass ein Huhn, was eine kalziumarme Nahrung bekommt, also kalziumarmes Futter, zum Beispiel bekommt es Hafer, dass das eine feste Kalkschale in jedem Ei, was es täglich legt, findet und dass die Küken, die daraus kommen, auch ein sehr gutes Skelett haben und das Mutterhuhn selbst auch über ein normales, festes Skelett berufen, obwohl sie gar kein Kalzium aufnehmen. Und so hat er eben mehrere Hühner separiert, hat denen ganz definitiv Nahrung gegeben, nämlich in Form von Hafer, hat gemessen, was in dem Hafer drin war, nämlich gar kein Kalzium und hat dann gesehen, dass die Hühner fünffach mehr Kalzium ausscheiden, also in Form Kükenskelett, in Form von fester Kalkschale und das noch nicht einmal mitgerechnet, das eigene normale feste Skelett. Also sie scheiden fünffach mehr Kalzium aus, als sie aufnehmen. Woher kam nun dieser Kalk? Und er hat festgestellt, dass über den Hafer, im Hafer nämlich viel Siliziumdioxid ist, wird durch Transmutation der Kalk erzeugt. Und hier will ich den Bogen gleich mal wieder finden. Clinoptilolit, also unser Natursilizin-Mikrometer, bringt ebenfalls viel Siliziumdioxid.
Ja, und weitere Quellen für die Tiere hat der Wissenschaftler festgestellt und andere Wissenschaftler auch. Ich kann Ihnen gerne auch die Literatur dann nennen, wenn Sie das nachlesen wollen. Haben auch erkannt, dass sie eben Glimmer suchen und picken und man in den Körpern, wenn die Hühner zum Beispiel geschlachtet werden, überhaupt keinen Glimmer findet. Sie setzen es um und bilden daraus Kalk. Kalk für die Hühnereier, für die Kalkschale und fürs eigene Skelett. Und deshalb muss man einfach erkennen, dass es eine biologische Transmutation gibt. Und das bedeutet bei Osteoporose, also wenn der Knochen, das ist eine Erkrankung, wo der Knochen entkalkt wird, sollte man wirklich kein Kalzium geben. Das ist die Erkenntnis schon von 1799. Und ich wundere mich immer mehr und weiß nicht, wie man diesen Irrtum aus der Welt bringen kann, dass in Deutschland immer noch Kalzium gegeben werden soll. Kalzium gegeben wird in Form von Medikamenten, ja, von Tabletten, um gegen die Osteoporose was zu machen. Das funktioniert kontraproduktiv, weil das Kalzium, was als Tablette gegeben wird, den Kalziumpegel im Blut erhöht und der Körper annimmt, dass er noch über viel Kalzium verfügt und weiterhin das Kalzium aus den Knochen hervorholt, wozu nämlich zum Neutralisieren von sauren Regionen. Und das macht der Körper viel, viel effektiver mit Kalzium als zum Beispiel mit Wasser. Und Sie wissen, ein weiterer Weg wäre auch noch das Hyaluron, was dann genommen wird, um eben Bereiche zu neutralisieren, wo es saure Zustände gibt. Ja, und somit schafft man das eben nicht. Man müsste eben die biologische Transmutation verstehen. Und oder eben, wenn man es nicht versteht, sollte man einfach dran glauben und eben kein Kalzium geben bei Osteoporose. Wir erleben also die Warnungen bei Zeolit immer wieder vor Aluminium- bzw. Bleivergiftung. Immer wieder hören wir sicher, ich lese es auch ab und zu. Im Fernsehen kann ich es nicht hören, weil ich habe mir das schon längst abgewöhnt, fernzusehen, weil mich so etwas ärgert. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wodurch Journalisten darauf kommen, davor zu warnen. Sie sollten sich doch mal damit beschäftigen, was da wirklich ist. Aber wir haben ja auch Warnungen vor bitteren Aprikosenkernen, die viele Menschen auf der Welt, Zehntausende, vielleicht auch Hunderttausende von Menschen auf der Welt nehmen und dadurch keinen Krebs mehr rezidiv bekommen oder sich vor Krebs überhaupt schützen. Wir erleben Warnungen vor zu viel Vitamin C. Wir erleben auch Warnungen vor der Akupunktur. Wir erleben Warnungen vor Nahrungsergänzungen, für Homöopathie. Und da ist die Liste noch gar nicht zu Ende. Und das erleben wir eben über das Fernsehen oder über irgendwelche Journalie von Journalisten, die aus meiner Sicht das mit einem mir unbekannten Ziel machen. Warum sie es machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall erfüllen sie den Wunsch derjenigen, der ihnen deren Lohn auszahlt. Und das ist Lohn aus unseren Zwangsbeiträgen, die wir zahlen. Und diese Verhältnisse, weil die so sind, und das bezieht sich ja nicht nur auf Ernährung und Medizin und Gesundheit, sondern es bezieht sich aus meiner Sicht auf viele, viele Bestandteile, über die Falsches dargestellt wird. Aus diesem Grunde meide ich das Fernsehen und ich möchte Ihnen das auch empfehlen. Meiden Sie Fernsehen und bleiben Sie gesund. Und zwar mental und körperlich. Ja, nun habe ich heute mal diesen Schwerpunkt mir herausgesucht aus aktuellem Anlass, nämlich darüber zu sprechen, wie es aussieht mit der angeblichen Bleivergiftung durch Clinothiolit und Naturzeolit. Habe das am Beispiel von Naturzeolit 10 Mikrometer, konnte ich dem begegnen und habe dann gleich die Gelegenheit genutzt und auch noch über die oft besprochenen angeblichen, aber niemals wahrheitsgemäßen Vergiftungen mit Aluminium durch Zeolit gesprochen. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr Klarheit bei Ihnen erreichen konnte und hoffe, dass es Ihnen hilft, sich an die beste Entgiftung, die es überhaupt gibt, hat gar nichts mit, vordergründig nichts mit Aquicare zu tun, sondern bei Aquicare gibt es einfach aus den Bestandteilen, die wir erzeugen von den abgestorbenen, zu eliminierenden Mikroorganismen. Und es ist fürs ganze Leben notwendig, denn Gifte können wir nur aus dem Körper herausbringen. Wir können uns ganz, ganz begrenzt vor der Aufnahme von Giften nur schützen. Auf einem Planeten, den Menschen geschaffen haben, für die Menschen nicht geschaffen sind. Und
Das ist eben diese Zahl, ich habe sie auch schon öfter genannt, will sie ja nochmal wiederholen, dass circa 2 Kilogramm Gift und Schadstoffe pro Einwohner, pro Tag vom Erdball emittiert werden. Und Sie können sich in ein Paradies zurückziehen, wie Sie wollen. Ich zum Beispiel hier, wunderschöne Natur. Ich nehme bestimmt davon ein Millionstel oder ein Zehnmillionstel auf. Und das kumuliert sich zu einem Gift, wo ich mich nicht schützen kann, es aufzunehmen, was kumuliert. Und da gibt es nur den Weg zu entgiften. Und da ist Naturzeolith das Allerbeste, wirklich das Beste auf der Welt. Und das wissen Menschen nicht erst seit kurzem, sondern das wurde schon in der Antike eingesetzt, erfolgreich eingesetzt und ganz bewusst. Und wenn es Ihnen behagt, da noch mehr darüber wissen zu wollen, schauen Sie die Bücher, die ich dargestellt habe, und Sie finden ja die Literatur auch in dem von Ihnen down heruntergeladenen PDF-Files. So, soweit dazu. Und jetzt wird es höchste Zeit, Ihre Fragen zu beantworten.